Die 10 stärksten und beliebtesten Zugpferderassen der Welt. Pferde sind stark. Zugpferde werden speziell für schwere Arbeit gezüchtet, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Von Pferden, die schwere Geschütze ziehen und stundenlang Felder pflügen können, bis hin zu Pferden, die problemlos einen Sattelschlepper ziehen können. Willst du die 10 stärksten und beliebtesten Zugpferderassen der Welt kennenlernen? Dann bleib hier! Nummer 10. Suffolk Punch. Dieses beliebte Zugpferd stammt aus England. Punch ist ein altes englisches Wort für eine kleine und schwere Person und das beschreibt dieses kräftige Tier ziemlich gut. Das Suffolk Punch ist eine der ältesten lebenden Rassen und wiegt oft bis zu 1000 Kilogramm. Die Rasse wurde im 16. Jahrhundert entwickelt, hat aber bis heute ihre genetische Form beibehalten. Dieses starke Zugpferd wurde bei Landwirten beliebt, als sie erkannten, dass es wahnsinnig große Gegenstände wie Artilleriegeschütze und nicht motorisierte Busse bewegen und transportieren kann. Die Züchter waren sogar dafür bekannt, dieses starke Zugpferd in andere Länder zu exportieren, damit andere Landwirte ihre weniger starken Pferde einkreuzen und verbessern konnten. Obwohl die Zahl der Zugpferde stark zurückgegangen ist, gibt es große Bestrebungen, eines der stärksten und mächtigsten wieder einzuführen. Nummer 9. Fjordpferd. Lass dich von der kleinen Statur dieses Pferdes nicht täuschen. Das Fjordpferd ist eine Rasse, mit der man rechnen muss. Es stammt aus den Gebirgsregionen Norwegens und ist eine der ältesten und reinsten Pferderassen der Welt. Es soll bereits in der letzten Eiszeit Herden wilder Fjordpferde gegeben haben. Archäologen haben sogar Spuren von ihnen in alten Wikingergräbern gefunden. Das Fjordpferd ist stark genug, um mit seinem dicken Winterfell und seinem ruhigen Schritt eine schwere Last durch jeden Wintersturm zu tragen. Das Fjordpferd ist für sein einzigartiges Aussehen bekannt. Es ist normalerweise hellbraun und hat eine dicke Mähne, die kurz geschnitten wird. Einige haben noch ihre primitiven Markierungen, zebraähnliche Streifen an den Beinen oder einen dunklen Rückenstreifen entlang der Wirbelsäule. Mit einem Durchschnittsgewicht von 450 Kilogramm kann das Fjordpferd leicht eine 90 Kilogramm schwere Person tragen. Dieses beliebte Wintertier wird sicher als eines der stärksten Zugpferde der Welt in die Geschichte eingehen. Nummer 8. Süddeutsches Kaltblut. Diese Krafttiere kommen aus Bayern. Aber lass dich von ihrem Namen nicht täuschen. Sie sind nicht wirklich kaltblütig, sondern haben einen schweren Körperbau und ein sanftes Wesen. Mit einem Gewicht von bis zu 680 Kilo haben diese Pferde immer noch eine Menge Kraft. Sie sind ruhig und haben große Ausdauer. Das macht sie für stundenlange Arbeit auf dem Bauernhof, zum Ziehen von Karren und Kutschen geeignet. Diese Pferde sind für die Ewigkeit gebaut. Von allen berühmten deutschen Zugpferderassen ist das süddeutsche Kaltblut die einzige, die nicht als gefährdet eingestuft ist. Ein letztes cooles Detail über diese starke und beliebte Rasse: Sie haben manchmal leopardenähnliche Flecken auf ihren Beinen. Nummer 7. Niederländisches Kaltblut. Das holländische Zugpferd ist wie das süddeutsche Kaltblut eine weitere Rasse, die wie ein Panzer gebaut ist und ein kühles Temperament hat. Sie stammen aus Holland und sind meist kastanienfarben, manchmal aber auch schwarz oder grau. Dieses große Zugpferd ist dafür bekannt, dass es unglaublich stark ist, mit muskulösen Beinen sowie starken und stabilen Hufen, die stundenlang auf schlammigen Feldern arbeiten können. Ihr ruhiger Charakter und ihr gemächlicher Schritt machen sie zum besten Freund jedes Landwirts, denn sie können stundenlang in gleichmäßigem Tempo die Felder pflügen. Außerdem können sie zwischen 150 und 200 Kilogramm tragen. Nummer 6. American Cream Draft Horse. Baseball und Kirschkuchen sind symbolhaft für die USA, aber es gibt noch eine weitere US-Legende, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Das American Cream Draft Horse. Dieses mächtige Aushängeschild ist das einzige Zugpferd, das in den USA entwickelt wurde. Aber im Gegensatz zu den anderen Rassen hat das American Cream Draft Horse seine Anfänge viel später in der Geschichte. Diese seltene Rasse wurde in den frühen 1900er Jahren von Farmern in Iowa entwickelt. Du kannst sie leicht an ihrem cremefarbenen Fell, der rosa Haut und den hellen Augen erkennen.
Damals wurden diese kräftigen Pferde anstelle von Traktoren eingesetzt, denn sie sind für ihren starken Rücken und ihre breite Brust bekannt. Diese beliebte Zugpferderasse wird sicher als Klassiker in die Geschichte eingehen. Nummer 5. Clydesdale. Diese aus Schottland stammende schwere Zugpferderasse ist für ihre unbeschreibliche Kraft bekannt. Dieses von Landwirten entwickelte Pferd wurde für schwere Arbeiten in der Landwirtschaft und der Industrie gezüchtet. Sie wurden sogar für den Transport von Kohle aus den schottischen Minen eingesetzt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es in Schottland über 140.000 Bauernhofpferde und die meisten von ihnen waren Clydesdales. Sie waren so beliebt, weil sie stark und zuverlässig waren, dass sie schon bald nach England und sogar nach Australien exportiert wurden. Sie waren damit eines der am häufigsten exportierten Zugpferde. Das Clydesdale, das sich durch seine satte Kastanienfarbe, den weißen Abzeichen und die Fesselbehaarung auszeichnet, ist bis heute einer der bekanntesten und stärksten Zugpferderassen der Welt und kann bis zu 1000 Kilogramm wiegen. Nummer 4. Friesen. Diese Zugpferderasse erkennst du schon von Weitem an ihrem glänzenden dunklen Fell, der langen Mähne und der Fesselbehaarung. Friesische Zugpferde haben normalerweise keine weißen Abzeichen, können aber manchmal einen Stern auf dem Kopf haben. Sie stammen ursprünglich aus den Niederlanden und gelten als unglaublich ruhig und freundlich. Sie sind zwar nicht so groß wie die meisten Zugpferde, aber ihre Leichtigkeit und Wendigkeit machen sie unglaublich schnell. Einst waren sie das bevorzugte Zugpferd für mittelalterliche Ritter, die über das Schlachtfeld ritten. Obwohl sie ein paar Mal fast ausgestorben wären, erlebten sie immer wieder ein Comeback. Ihre Anmut und Schönheit machen sie zu einer beliebten Wahl für Auftritte in Film und Fernsehen oder zum Ziehen von Kutschen bei offiziellen Zeremonien und Veranstaltungen. Sie sind nicht nur schön, sondern auch eines der stärksten und beliebtesten Zugpferde der Welt. Friesenpferde können bis zu 20% ihres Körpergewichts tragen. Das bedeutet, dass ein Friesenpferd mit einem Gewicht von 620 Kilogramm eine Person mit 124 Kilo sicher tragen kann. Nummer 3. Shire Horse. Das Shire Horse ist eine britische Zugpferderasse. Sie haben in der Regel ein schwarzes oder graues Fell und sind dafür bekannt, dass sie zu verschiedenen Zeiten den Weltrekord für das größte Pferd der Welt gehalten haben. Wie groß, fragst du? Das größte Shire-Zugpferd der Geschichte wurde 1848 entdeckt und erhielt den Namen Mammoth. Mammoth wurde mit einer Höhe von 219 cm gemessen. Die große Statur des Shire Horse und seine unbestreitbare Stärke machen dieses Zugpferd in Großbritannien sehr beliebt. Sie wurden für schwierige Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel zum Ziehen von Pflügen auf Bauernhöfen, zum Transportieren riesiger Baumstämme in der Forstwirtschaft und sogar zum Schleppen von Bierkisten. Zum Vergleich, 1924 zog ein Gespann Shire Horse Zugpferde 45.360 Kilogramm, was etwa 9.100 Kilogramm mehr als das Gewicht eines Sattelschleppers ist. Nummer 2. Belgian Draft Horse. Wie sein Name schon sagt, stammt dieser sanfte Riese aus Belgien. Aber lass dich nicht täuschen, dieses Zugpferd soll das stärkste der Welt sein. Es wird angenommen, dass das Belgian Draft Horse ein direkter Nachfahre eines großen Kriegspferdes aus dem Mittelalter ist. Die Rasse ist für ihre starken Muskeln und ihren schweren Körper bekannt und kann bis zu 1,73 Meter groß und eine Tonne schwer werden. 1866 wurde das erste Belgian Draft Horse in die USA gebracht. Das American Belgian Draft Horse wurde so gezüchtet, dass es etwas größer und leichter als sein europäisches Gegenstück ist. Obwohl seine Zahl drastisch zurückging, als die Landwirtschaft immer mehr auf Maschinen setzte, erlebte das American Belgian Draft Horse ein großes Comeback und ist heute eine der beliebtesten Rassen in den USA. Nummer 1. Percheron. Diese aus Westfrankreich stammenden Zugpferde sind absolut riesig. Sie können bis zu 1,85 Meter groß werden und bis zu 1180 Kilogramm wiegen. Sie sind für ihre Intelligenz und ihren Arbeitswillen bekannt und wurden, wie viele andere Zugpferde, ursprünglich für den Krieg gezüchtet. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden Tausende von ihnen in die Vereinigten Staaten verschifft und um 1900 waren sie die beliebteste Rasse in den USA.
Sie wurden häufig zum Transport schwerer Güter und in der Landwirtschaft eingesetzt. Anders als die meisten Zugpferde eignen sich diese Schönheiten auch hervorragend für Pferdeshows, Paraden und zum Reiten. Das macht das Percheron nicht nur zum stärksten und beliebtesten Zugpferd der Welt, sondern auch zum vielseitigsten. Es gibt nichts, was dieses Pferd nicht kann. Es ist schon erstaunlich, dass Hunde immer noch als die besten Freunde des Menschen gelten, obwohl diese unglaublich starken und beliebten Pferderassen einen großen Beitrag zum Aufbau unserer modernen Welt geleistet haben. Wenn du das nächste Mal eine dieser Schönheiten siehst, solltest du einfach mal Danke sagen. Man sagt, dass sie Äpfel lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.